Und damit herzlich willkommen zu Unforgiving, a Northern Hymn. Ein Spiel, was mir zugeschickt wurde. Also habt doch noch nicht viel Informationen, eigentlich so gut wie gar keine. Außer, dass es ein Horrorspiel sein soll. Und ja, ich würde sagen, probieren wir es mal. Okay, so, da sind wir also in-game. Ich bin anscheinend eine Frau. Wusste ich bis jetzt auch noch nicht, aber passt, Nagellack steht mir. Handy ist kaputt, wir müssen Hilfe finden und wir sind irgendwo am reißenden Fluss. Super, mitten in der Nacht, natürlich. Haben wir noch eine funktionierende Taschenlampe oder irgendwas? Nein, haben wir nicht. Crouchen können wir auch. Können wir uns hinlegen? Nein. Wo ist doch völlig unnötig. Okay, dann. Rechts, links, geradeaus. Eigentlich am liebsten wieder über den Fluss und zurück. Da sieht es immer noch besser aus. Aber wo Mond hier? Hätte ich jetzt bei den Survival-Shows aufgepasst, könnte ich vielleicht mir erklären, wo ich lang müsste. Ist hier noch ein anderer Planet? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber. Das ist einfach nur die Schattierung. Sieht aus, wenn da. Ach ne, ein Planet, genau. Könnte auch ein Berg sein, oh mein Gott. Okay, Leute, wir probieren's. Wir gehen durch. Mein Gott, es ist schon Ewigkeit her, dass ich ein Horror-Game gespielt habe. Und ja, es ist leicht am Flattern, der Flatterschieß. Ich glaube, hier geht's gar nicht lang. Ah, ich springe auch. Okay. Vielleicht ist sogar gescriptet, dass wir hier so lang gehen müssen. Okay. Der Mond scheint schön rein. Oh, okay, Flugzeug. Nice gemacht. Keine Ahnung, was auf uns hier wartet und nicht wartet. Fliegenpilze. Hey, hier unten. Hilfe. Löschpistole. Wollen wir warten, bis es Tag wird? Boah, alter Schwede. Eine olle Biene. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach nur mit der Psyche gespielt wird. Dass hier gar nichts passiert. Außer Akustik. Vielleicht ein bisschen visuell. Oh, nice. Hä? Okay. Center Nebel kommt auf. Können hier noch so ein bisschen am Wasser entlang watscheln. Was ist da hinten? Hä? Hier raschelt es immer in den Büschen. Was ist da? Da flackert irgendwas. Hier drüben ist irgendwie eine Hütte.
flackert. Okay. Jetzt haben wir hier. Warum ist das ja so komisch? Ach, guck mal, hier ist eine Brücke. Okay, also wir können also entweder einmal in den Wald gehen anscheinend und einmal hier lang. Hier ist schon mal Beleuchtung, also rennen können wir auch, sehr schön. Aha. Ich kann die Kerze. Ach so. Als wäre was durchs Wasser gelaufen ist. Oh mein Gott. Was habe ich jetzt aufgehoben? Streichhölzer. Ah, okay. Cool. Warum liegen die Streichhölzer hier drinnen? Left Mouse Button to light match. Okay. Und erstmal eins verschwenden. Ach so. Ah. So können wir uns ein bisschen leuchten. Okay. Wow! Alter Schwede! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter Schwede! Okay, warum können wir rennen in diesem Spiel? Muss ich vor irgendwas wegrennen? Ich habe keinen Bock wegzurennen vor irgendwas hier. Ich glaube, das Spiel ist hier schon zu Ende. Ich komme hier nicht mehr rüber. Ah doch. Shit. Alter Schwede. Also wir müssen wohl durch den Wald. Habe ich jetzt unendlich Streichhölzer oder? Also bei mit dem Feuer könnt ihr natürlich auf mich aufmerksam machen, ne? Ich habe keine Ahnung. Was ist da? Ah, das ist auch noch eine Kerze. Also ob ich den Lichtern folgen muss jetzt? Ah, es brennt noch richtig runter, ja. Wackelt der nicht. Was ob es selber wegschmeißt oder ob ich mich jetzt anzünde. Ah, ist auch so ein Torbogen. Ein Schild. Okay. Schienen. Lol. Der Arm. Der Ast. Oh, hier ist ein Mannequin drinne. Oh mein Gott. Oh, war ja. Okay, dann folgen wir einfach mal dem, was scheint mir sehr sicher zu sein. Da, da hinten ist auch noch eine Lampe. Steht da was? Nee. Okay. Sollte ich vielleicht durchrennen? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Die Schienen verloren. Hier ist der Turm. Scheint mir ein Wasserturm zu sein. Oh, diese Musik. Mein Gott. Also alle, die sagen, dass hier diese Horror-Games lustig sind und spaßig sind, ey, wenn ihr ein Headset aufhabt und ganz alleine mitten in der Nacht, creepy geil. Okay, also wir haben uns an die Geräusche, glaube ich, gewöhnt. Wir müssen weiter. Und
der Mond steht still. Oh mein Gott, es wird einfach nicht Tag. Wo sind die Schienen hin? Ich sehe sie nicht. Es ist viel zu duster. Die Musik wird immer drastischer. Oh mein Gott. Nächste Kerze. Oh nein. Wir müssen was Dunkles rein. Oh nein, in den Schacht. Oh mein Gott. Fledermäuse so raus. Oh mein Gott. Ja, noch schlimmer geht's ja gar nicht. Ich seh's gar nichts. Ich doch lieber zurück. Stehen bleiben. Weitergehen. Oh. Oh, der Schatten. Oh mein Gott. Okay. Oh, es geht sofort aus, das Licht. Ernsthaft? Oh mein Gott. Okay, wir versuchen es weiter. Ja, nee, ist klar. Okay, ich dachte, wir müssen jetzt zurück. Jetzt echt weiter. Ich hätte mich vorher aber wirklich sachkundig machen sollen. Du kommst also gar nicht mehr so schnell zurück. Oh mein Gott. Machen wir lieber noch ein Lämpchen an. Ich meine, es ist noch gar nichts passiert, aber die Atmosphäre ist einfach schon so creepy. Ey, Sounds hat auch schon cool gemacht. Okay. Press E to inspect. Okay. Kyrillische Zeichen oder was? Also Runen. Okay. Verstehe. Also irgendwas mit der nordisch-germanischen. Oh! Alter! Da ist gar keiner gelaufen. Oh scheiße, die Wand an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck auf den Boden, Alter. Oh mein Gott, ich habe keine Waffen, nix. Okay, es ist ja nur ein Figur lang gelaufen, warum muss ich gleich Waffen haben, aber. Oh, oh mein Gott. Ist dann links gelaufen. Sie oder es? Er. Ist schon ein bisschen schwitzig in den Händen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, gehen wir jetzt hinterher, gucken wir da, oder?
Ich glaube, da wird gar nichts sein. Ganz vergessen, dass ich springen kann, was bisher noch nicht viel bringt, aber. Warum läuft jemand in der Höhle rum? Hier ist Ende. Ne, hier geht's weiter. Was mache ich hier und wer bin ich eigentlich? Und warum bin ich hier? Und ich sehe nicht, was auf der Schachtel ist. Ich warte auf den Moment, wo das Licht aus ist und ich streiche jetzt einmal, wenn einer vor mir steht oder so. Oh mein Gott. Wo müssen wir jetzt lang? Mist, haben wir auch eine Karte oder irgendwas? Nee, ja, natürlich nicht. Irgendwas anderes? Ich teste mal kurz durch. Q, E. Nee, nix. Nix, nicht mal ein Pause-Button oder sowas. Pause wäre nicht schlecht. Okay, wir probieren es mal. Hier ist auch noch was. Nice, ist pfeifendes Radio. Was das Radio drin macht, weiß ich auch nicht. Das hat bestimmt überhaupt keinen Empfang. Ja, verzeiht mir Leute, aber ich bin auch ein bisschen dezent aufgeregt. Ich weiß, es mag bestimmt weitaus schlimmere Spiele geben, aber da ich es nicht so oft mache und eigentlich überhaupt nicht der Typ dafür bin. Also Horrorfilme ja, aber Spiele selber, wenn du mitten im Geschehen bist. Alter, nee, das ist. Allah die Waldfee. Da kriege ich Rücken und Paranoia. Okay, Alpha-Wand, sehr schön. Oh Mann. Oh, der blöde Stein, ja. Okay, wir folgen immer noch weiter den Schienen. Klar, wir gehen erstmal großen Bogen um alles. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Streichhölzer ich habe. Oh. Okay. Wieder zurück zu den Schienen. Hier sind die Schienen. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Ich war hier das Ende, Radio war hinten weiter. Noch ein Stein. Okay. Ich finde, die Streichhölzer gehen hier viel schneller als im Wald draußen, ne? An. Der Hunger und Durst haben wir auch gar nicht, wahr? Aber schön ist, dass wir auch nicht verletzt sind anscheinend. Nur ein bisschen schmuddelig. Okay. So, Leute, wenn ihr wollt, wie es wissen wollt, wie es weitergeht, oder hast du. Oh, sagt mir Bescheid, schreibt das in die Kommentare. Das ist erstmal nur angezockt, ich scheiß mal gleich ins Höschen. Aber wenn ihr unbedingt wollt, dass ich es mache, dann sagt mir Bescheid, dann spielen wir noch ein Röntgen oder zwei oder drei. Bisher ist ja noch nicht viel passiert. Aber wie lange die Streichhölzer halten, also wie lange, wie viele wir haben und ob unendlich oder nicht. Was ist nur mit dem Figürchen, was hier durch den Blind... Was?
die Geräusche, Mann, ey, das ist schon. Hui. ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und was hier passiert und worum es überhaupt geht und was wir überhaupt hier machen, ja, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Dann spielen wir das gerne weiter. Ist kostenlos, das Game. Kann sich jeder kostenlos runterladen. Unforgiven. Northern Hymn. Und da fällt mir gerade ein, wo ich es sage, mit den Runen, dass mein Streichholz aus ist, dass es schon im Namen steckt. Ja, haha, Geistesblitz. Intelligenz, wo bist du? Ja, hat sich ausgetauscht mit der Angst. Gut, Leute, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal mit dem Game. Ansonsten, ja, good night, good fight.